So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Es ist Montag, kurz nach 10, halb 11 sozusagen. Wir sind gerade hier auf dem Marktplatz in Hildburghausen. Und Freitag war der Raid-Boss-Wechsel. Die Jalga ist aus den Raids raus. Palkia kam in die Raids rein. Den ist Freitag, Sonntag. Sonntag war der Raid-Boss-Wechsel. Um 11 Uhr konnte man Palkia raiden, aber irgendwie auch nicht. Bei 11 bis 14 Uhr war ja auch der Raid-Day mit Vajagwil. Also konnte man eigentlich erst ab 15 Uhr Palkia raiden. Das haben einige nicht verstanden, das wussten einige nicht. Hier regnet es jetzt. Es ist irgendwie leer, es ist irgendwie nass. Ich wollte jetzt einen Community-Raid machen am Dino. Aber beim Dino ist es auch irgendwie nass, es ist irgendwie kalt. Ich müsste mir eigentlich was suchen, wo ich mich jetzt unterstelle, damit ich euch wieder einladen kann. Wir haben im Community-Tab wieder gepostet und keine Ahnung, hier gibt es einfach kein Dach. Normalerweise würde ich jetzt hier hingehen und würde das da machen. Ich glaube, wir müssen da vorne hin, um die Ecke. Dann ist es wieder dunkel, kaum hast du ein Dach über dem Kopf, ist es wieder trocken, aber dann ist es auch dunkel. Das ist alles nicht so optimal. Ich freue mich eigentlich immer auf den Community-Raid, aber Sonder ging nichts mehr. Und heute, naja, passt das Wetter halt nicht. Wir schmeißen uns jetzt mal hier irgendwo hin, wir suchen uns was, dann lese ich euch gleich mal vor, wen wir einladen, wer alles dabei ist. Und vor allem auch, was wir für Konter nehmen müssen gegen Palkia. Ist natürlich ein Drache, ne? Aber mehr dazu gleich. Ich muss jetzt... Boah, es sieht ja wirklich... Du hast hier nichts. Guck mal. Setz dich hin, hast einen nassen Arsch. Setz dich hin, hast einen nassen Arsch. Hier, setz dich hin, bist du trocken, sitzt auf dem Boden wie ein Penner. Keine Ahnung. Ich muss fix mal gucken und melde mich gleich zurück. So, ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube, hier werde ich mich niederlassen. Aber erstmal das kleine Spiel. Das ist Hibu, ne? Ihr kennt das ja aus Das ist Berlin, Das ist Nürnberg, Das ist alles andere. Ich möchte jetzt mal kurz in den Community-Tab gucken. Euch zeigen, wen wir alles einladen werden. Da stelle ich mich hier vor. Da sieht man mich nämlich wieder. Geht also mal kurz auf YouTube, wo ich den Community-Raid immer poste. Da habt ihr hier einen Community-Tab. Hier steht das auch drin, 10.45 Uhr. Ich habe also noch 6 Minuten Zeit. Palkia Community-Raid, Ramses Raid-Party, Ramses Raid-Mania laden ein. Gehen mal hier hin. Neueste Kommentare zuerst. Dass das auch geordnet ist. Hallo? Jetzt, so. Und die ersten 10 werden immer mitgenommen. Wir haben hier Shenaya, Henry, Nikki, Pius, Madiba und Murdy Dirty. Auf dem einen Handy, auf dem anderen haben wir Yushikiru, Rocco Kugelblitz, Lost Lift, Net Ghost und Senpai Shadow. Der Nick kam leider zu spät, beziehungsweise ist die Nummer 11. Ich hoffe, es nehmen jetzt alle an. Dann schmeißen wir die mal alle da rein. Gleichzeitig habt ihr hier im Community-Tab auch noch eine Übersicht, eine Grafik von Palkia, von den WP, von den Werten, die es haben muss als 100er, 22,80 oder 28,50 und natürlich die Konter. Megalatios, Megalatias, Dialga, Rayquaza, Zekrom, Maxax und, da steht alles Englisch da, musst du erstmal übersetzen, Bruder Landa, alles mit Drachen-Moves. Also da braucht ihr gar nicht viel Auswahl, nehmt einen Drache gegen den Drache, da seid ihr effektiv gegen ihn, er ist auch effektiv gegen euch, das ist sehr schön, da kann sein, da fällt alles um, aber gleichzeitig macht ihr halt den meisten Schaden und darauf kommt es ja an. So, das ist vorbei, das ist noch aktuell, Palkia 22,80 und 28,50. Wir melden uns gleich, wenn der Raid losgeht. So, es hat gerade gebimmelt. Ich habe euch jetzt mal hier abgestellt. Auch wenn ich nicht weiß, ob das gut aussieht. Sieht so vielleicht besser aus. Nein, da ist es noch dunkler. Sieht so gut aus. Es ist egal, wie man es macht. Es sieht eh komisch aus. Der eine Kollege, der Yushikurushi, hat bis jetzt noch nicht angenommen. Ich habe deswegen jetzt mal den Nick dort geedit als Ersatz. Ich gehe jetzt erstmal hier drauf. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ich mache jetzt mal hier private Gruppe. Ach, jetzt habe ich es schon wieder versemmelt, weil ich bei beiden einfach gleichzeitig gedrückt habe. Jetzt hat es mir zwei private Gruppen erstellt. Ich habe das so lange schon nicht mehr gemacht. So, wir drücken private Gruppe. Wir gehen auf Gruppe erstellen. Haben dann Shiggy, Katz und Vogel.
machen so, machen hier, machen da, laden ein, wir müssen immer privat machen, haben Murdy Dirty, Mardi Barpius, Henry Nicky und Genaya. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Yushi Kuruji angenommen hat. Ja, Lost Lift, Senpai Shadow, Yushi Kuruji, Rocco, Kugelblitz und Net Ghost. Dadurch, dass jetzt alle eingeladen sind, kann ich jetzt auch mit dem großen Account, also mit dem, wir sagen mal Main Account, in Anführungszeichen drauf. Hier war eine Katze, da war ein Vogel. Gehen jetzt hier drauf. Hoffen, dass wir nicht von da, irgendwie gefühlt stehe ich viel, viel weiter weg als sonst. Sonst standest du hier und dein Schar, der stande direkt hinter dem Dino. Weil du kannst auf der anderen Seite am Dino stehen direkt, dann hast du dazwischen hier dieses Banggebäude. Wenn du hier stehst, stehst du auf der anderen Seite vom Dino, aber irgendwie gefühlt trotzdem direkt dran. Jetzt stehe ich hier, aber der Schar steht irgendwie da oben am Strich, obwohl ich hier unten stehe und das irgendwie nicht passt. Also wenn ich Pech habe, schmeißt du mich sogar raus und die anderen müssen den alleine machen. Mal kurz nachrechnen, 10 Eingeladene plus 3 sind 13, 13 sind drin. Das heißt, wir können eine private Gruppe auch aufmachen, falls noch irgendjemand Fremdes mit rein will. Ihr hängt jetzt gerade hier bei diesem Gebüsch. Hier war es nämlich irgendwie trocken, deswegen habe ich gedacht, stelle ich euch hier ab. Hier ist es nämlich nass, da tropft es auch runter, das seht ihr wunderbar. Und da oben ist eigentlich der Strich, und da oben steht das Männchen und wir stehen hier unten, werden aber da oben angezeigt. Jetzt könnte ein Spoofer natürlich seinen Standort korrigieren. Nicht verfälschen, aber korrigieren, weil der ist gerade verfälscht in Pokémon Go. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was sie hier für Konter haben. Links ist ein Dragoran, rechts ist ein Gengar, ein normales Gengar mit einem Kostüm. Und in der Mitte wird gekämpft mit Dialga und Dragomedeor. Dürfte alles kein Problem sein. Wie gesagt, ihr müsst euch da gar nicht großen Kopf machen. Nehmt einfach Drachen. Ich weiß nicht, wieso nicht Eis vorgeschlagen wird. Normalerweise haben ja Drachen eine Eisschwäche, sodass man mit Eis-Pokémon auch gegen Drachen kämpfen kann. Aber vielleicht sind die Eis-Pokémon nicht so stark, halten aber mehr aus. Es geht aber darum, ihn schnell zu besiegen und nicht lange durchzuhalten. Sonst würde ja jeder mit Relaxo und Chanera kämpfen, also Hytera. Nehmt also einfach Drachen, ist egal. Dann habt ihr halt, müsst ihr halt ein paar Beleber mehr nehmen. Ich sehe, das geht auch richtig gut hier weg. Mittlerweile ist hier jetzt Knackrack drauf, hier ist Sekrom drauf, alles mit Wutanfall, alles haut hin. Ich muss mir nur, was war 22,80 und 28,50. Ich glaube, das ist die beste WP-Zahl, die man sich überhaupt merken kann. Ist natürlich auch als Shiny verfügbar. Und wenn ich mir den Rest vom August angucke, ja, was da noch alles auf uns zukommt, würde ich sagen, rated Anfang August lieber Palkia als dann Genesekt oder die zwei Hunde. Die Hunde müssen eh irgendwann nochmal wiederkommen, die kriegen nochmal eine andere Form, die müssen nochmal als Shiny eingeführt werden. Da ist eigentlich noch genug Zeit. Bei Palkia weißt du nie, wann es vorbei ist. Nutzt die Zeit, nehmt ein paar Palkia mit, ist nicht das stärkste Drachen-Pokémon, aber ist trotzdem irgendwie richtig cool. Und ich finde es am nützlichsten momentan von den dreien oder vieren, die dann im August kommen. Also drei kommen noch und einer ist schon da. Lost Lift, letzter Angriff, hat den entscheidenden Schlag versetzt. Rocco Kugelblitz, Reisender, Madiba, Kampfstark, Senpai Shadows, Darläufer, Henry Nicky, geballte Ladung. Jetzt drücke ich erstmal links und rechts drauf. 14 Bälle, 16 Bälle und wir haben direkt ein Shiny. Aber mega schlecht. Ich muss kurz zeigen. Hier ist eins drauf. Weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Das hat 22,69. Das ist eigentlich relativ gut. 22,80 wäre das 100er. Hier ist ein Shiny. Das erkennt man an dem Shiny-Symbol. Man würde es außerdem erkennen, wenn man den AR-Modus an- und ausmacht. Mann, ist das blöd. Moment. Wieso ist da kein Symbol mehr dran? So, man macht den aus, macht den an und dann, hui, sieht man, dass es da bisschen funkelt bei dem. Der ist auch natürlich im ersten Ball drin. Ihr werft also einen Ball. Legendäre Shinies sind immer im ersten Ball drin. Wenn ihr trefft, also trefft, dann ist er drin. Und dann habt ihr den, kein Problem. Und jetzt müssen wir aber gucken, was bei dem Main rauskommt. Ob der vielleicht ein Shiny hat.
auch wenn es nicht der Main ist, trotzdem, wir nennen es jetzt einfach Main. Wir stellen uns mal hier vor, da haben wir nämlich ein besseres Licht. Jetzt habe ich nur noch eins, da ist es nicht so schlimm, wenn alles nass wird. 19 Bälle, kein Shiny. 22, 24. Ist nicht das Schlechteste, aber es ist schon schlecht. Nicht das Schlechteste, aber es ist schlecht. Der Kreis ist wieder riesengroß. Guckt euch das an. Soll ich einfach draufwerfen? Auf gut Glück? Wollen wir mit Fangtrick machen? Wollen wir sonst was? Theoretisch ist der Kreis jetzt eingestellt auf diese Größe. Wenn ich jetzt nicht curve, verstellt er sich ja nicht mehr. Also wenn ich nur noch curve, wenn er gerade angreift, verstellt er sich ja nicht. Wenn ich jetzt die ganze Zeit wild rumcurve, geht er wieder größer, kleiner, aber ihr habt gesehen, wenn du jetzt in den Kreis triffst, ist er auf jeden Fall einfach fabelhaft. Den ersten mache ich eigentlich immer so, ab dem zweiten kann man dann immer warten, bis er angreift und wenn er angreift, in den Angriff werfen, sodass er am Ende des Angriffs aufkommt und ihr garantiert trefft, ohne dass er überhaupt die Möglichkeit hat abzuwehren. Der ist auch sehr aggressiv, wie man sieht. Jetzt gerade nicht. Hier, schon wieder, richtig aggro. Das finde ich gut, weil so oft wie der angreift, je öfter der angreift, desto öfter könnt ihr werfen. Und dann ist er drin, so wie jetzt. Macht also eigentlich Spaß, ist richtig cool. Gibt andere, die sitzen einfach nur da. Die bewegen sich dann immer mal so, die bewegen sich mal so, die rutschen hin und her. Die greifen so gut wie nie an, ihr könnt also nie werfen. Oder ihr werft und alles wird abgewehrt, dann machen sie plötzlich eine Kopfnuss. Also das ist nix. 22, 24, das ist auch nichts, das haben wir euch aber gerade schon gesagt. Jetzt bimmeln die Glocken, ich gehe jetzt heim. Bei mir ist heute Montag, ich sag's nochmal. Bei mir ist Montag, Sonntag war der Raid-Boss-Wechsel. Ich werde dieses Video aber, glaube ich, erst am Dienstag hochladen. Am Dienstag sind dann auch Raids für Zuschauer ab 18 Uhr. Und werde am Montag eine Spezial-Max-Out-Monday-Folge raushauen mit dem Spüle-Trend-Account, bevor der dann weg ist, weil es dann nicht mehr dazu kommt. Ansonsten habt ihr ein Gutes bekommen, habt ihr ein Shiny bekommen, schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.